Ich möchte noch etwas Wichtiges sagen, was ich immer wieder vergessen habe, was man mich immer wieder darum gebeten hat, wegen der Organe entnehmen. Ich bin nicht dafür. Nicht, weil ich meines behalten bin. Aber der Mensch ist noch lange nicht tot, die Seele ist noch lange nicht ausgetreten, wenn es scheinbar da oben nicht mehr funktioniert. Es braucht manchmal, bei gewissen Menschen braucht es sehr viel, wo die Seele fast Angst hat, oder zum Hervorzugehen. Andere, die flutschen nur so raus. Und die Seele, die noch drin, die hat, wo natürlich der Geist ist damit verbunden, die hat sehr Schmerzen, wenn man die Organe entnimmt. Da könnte ich jetzt eine ganze Abhandlung, aber das mache ich hier nicht jetzt. Wenn jemand Fragen hat, kann er mich dann immer noch oder uns fragen, nachträglich. Dann höre ich immer wieder das Wort Reinkarnation, oder sage ich es richtig? Das ist teuflisch. Da gewinnt der böse Seelen. Warum? Die sagen, sie kommen immer wieder mal zurück auf die Erde. Wenn man stirbt, kommt man wieder auf die Erde. Und das freut dem Satan. Denn er kann dann, der Mensch sagt, es spielt der Koller, ich werde noch vielleicht, bis ich gut bin, werde ich ja immer wieder auf die Welt kommen. Und das ist dann so, da kann man sagen, ja, ich lebe jetzt mal zwei, drei Jahre oder zwei Leben, so richtig lustig und braus und alles. Ich kann dann nachher immer noch einmal kommen und dann ganz fromm werden. Aber man lebt nur einmal und dann, man stirbt aus. Amen. Und Satan hat ihn im Sack. Wenn man die Bibel liest, sieht man jetzt haargenau, wo Jesus mit dem Nikodemus spricht. Nikodemus hat auch gesagt, was soll ich wieder in die Mutter in den Bauch hinein, oder was? Respektiv Schoß. Nein, hat er gesagt, dem Wasser und dem Heiligen Geiste. Die Taufe ist die Wiedergeburt.